Willkommen bei Paraspotting. Das ist der Startplatz Bargella im wunderschönen Fürstentum Liechtenstein. Hier sind wir auf rund 1700-1800 Meter Seehöhe und schon fast am Sattel. Da hinten geht es dann nach Malbun und da ist auch der höchste Punkt, der Mittelpunkt von Liechtenstein, nicht weit entfernt. Und hier blicken wir hinunter Richtung Westen ins Rheintal. Da sieht man wunderschön den Rhein hier, wie er von Süd kommend von Chur hier dann Richtung Bodensee in die Ebene fließt. Ja, wir sind hier am höheren von zwei Startplätzen, oberhalb von Vaduz. Die Hauptstadt, die Landeshauptstadt hier direkt westlich von uns. Und man sieht auf der anderen Rheinseite die Autobahnabfahrt. Und da kommt dann die Straße hier zu uns her. Und in dieser Gegend ist dann auch der Landeplatz zu finden. Also da kann man sich gut orientieren. Bei sehr starkem Talwind wird manchmal empfohlen, dass man dann am Drachenlandeplatz etwas weiter südlich landet. Den kann man hier gerade so vor den Sportplätzen erkennen. Wird aber nicht so oft notwendig sein. Der Talwind hier kann schon sehr stark werden. Das heißt, Gelegenheitsflieger, die meiden die Gegend meistens ab Mitte Mai. Dann kann er Stärken erreichen, die eine gewisse Erfahrung brauchen, aber trotzdem die Einheimischen hier, die fliegen im Grunde das ganze Jahr und man kann mit dem Talwind auch gut umgehen, wenn man ihn bei der Flugplanung entsprechend einbaut. Ja, hier der Startplatz selber, das ist diese Fläche genau nach Westen hinaus ausgerichtet und nach dem Start, um Thermik zu erwischen, fliegt man meistens so leicht nach links und kann sich hier in die Höhe schrauben. Tschüss! Grüß dich!